Die Umstellung von Winter auf Sommerzeit ist für viele herausfordernd, ganz besonders aber für Werner Stechbart. Der 76-Jährige hat in seiner Münchner Wohnung 366 Uhren und nochmals einige mehr im Keller. Früher ist er als Lufthansa-Mitarbeiter viel in der Welt herumgekommen. Und da wollte man natürlich aus jedem Land ein Souvenir mitbringen. Da hat meine Mutter gesagt, wie wäre es mit einer Uhr? Wir könnten aus jedem Land mal eine Uhr mitbringen. Und ich sagte, ja, gute Idee. Und da hat meine Mutter hier diese Coca-Cola-Uhr gesehen. Die haben wir gekauft am 25.01.1975 in Acapulco in Mexiko. Stechbart beginnt schon zwei Wochen vor der Zeitumstellung mit der Umstellung seiner Uhren. Das ist eine Wissenschaft für sich. Denn die Uhren sollen zur vollen Stunde nicht gleichzeitig schlagen, sondern leicht versetzt. Am Abend setze ich mich dann immer in meinen Sessel hin, ja, mache Fernsehen und alles aus, schaue die Uhren an, höre das Ticken und so weiter und denke, ja, jetzt ist wieder ein Tag vorbei. Also ich habe den Tag wieder genossen. Ja. Natürlich trägt Stechbart auch Uhren am Körper, eine an jedem Handgelenk und eine um den Hals.